jetzt von außen kommen, ob die zuwandern oder was auch immer, das ist die Folge. Also da müsste man wirklich viel zuwandern und dann müsste natürlich noch etwas stattfinden, nämlich genau diese Unterscheidung nach Zielgruppen, auf die komme ich jetzt. Wir haben diesen Effekt mal untersucht in einer ersten Untersuchung im Landkreis Böblingen, gefördert vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, haben wir das Ganze mal angeguckt und haben die Gemeinden eine einfache Abfrage machen lassen nach aktuell leerstehenden Wohngebäuden und nach künftig leerstehenden Wohngebäuden. Jetzt werden Sie sich fragen, will man wissen, welche Wohngebäude künftig leer stehen. Man verschneidet das GIS-Liegenschaftskataster des Landes mit Einwohnermeldedaten jüngster Bewohner über 70. Wenn der jüngste Bewohner über 70 ist, dann steht bis 2030, vielleicht jetzt ein bisschen länger, das war schon 2011 diese erste Untersuchung, dann steht bis 2030 dieses Wohngebäude, falls es nicht wiederbelegt wird, leer. Das ist eine relativ einfache Rechnung, wenn es nicht wiederbelegt wird. Auf die Wiederbelegung kommt es mir nachher auch an. Und wir haben dann herausgefunden, dass aktuell etwa 5% der Wohngebäude leer stehen. 5% Wohngebäude, das sind vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser. Keine Mehrfamilienhäuser kann man mit dieser Methode praktisch nicht erfassen. Im Mittelzentrum Böblingen genauso wie in der kleinen Gemeinde Mötzingen am Rande des Schwarzwalds mit 3.500 Einwohnern. Das war verblüffend, dass das in etwa gleich war. Im Nachhinein ist wieder nicht überraschend, weil Demografie überall gleich wirkt. Und das ist die Altersremanenz. Da sind überall entsprechende Wohnungen leergefallen, wo die Menschen schon gestorben sind und die Häuser stehen jetzt leer. Die lila farbenen Balken ist das jüngste Bewohner über 70. Da kamen überall so knapp 10% nochmal dazu. Und 10% nochmal obendrauf. Also, wenn man die nicht wiederbelegt, alle zusammen, dann stehen 2030 in diesen vier Orten 15% aller Wohngebäude leer. Wie gesagt, vor allem Einfamilienhäuser, Ein- und Zweifamilienhäuser in den Wohngebieten der 50er bis 80er. Entschuldigung, mir läuft die Nase. Wir haben das nochmal untersucht, 2 Jahre später, um zu überprüfen, wie sich denn das weiterentwickelt. 2 Kommunen haben nicht mehr mitgemacht, unter anderem die Stadt Böblingen, dafür haben 2 neue mitgemacht. Und Sie sehen, die gute Nachricht ist, der untere Balken ist teilweise kleiner. Das ist deswegen eine gute Nachricht, weil die sich Mühe gegeben haben, die Leerstände wieder zu belegen. Die haben da Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung gemacht und haben versucht, die wieder zu belegen und es ist ihnen tatsächlich auch gelungen. Also, oder abgerissen, alte Gebäude abgerissen, gekauft, abgerissen, wieder verkauft, das Grundstück. So, in diese Richtung. Die schlechte oder unausweichliche Nachricht, das sind nicht mehr 10%, das sind mittlerweile 12-13%. Das nimmt unausweichlich zu, so wie wir älter werden, als Gesellschaft, so nehmen diese untergenutzten Familienwohnräume. Ich mache keinem Senior einen Vorwurf, der in seiner Wohnung lebt. Das will ich hier ganz klar sagen. Ich will nur die Fakten darstellen. Das nimmt deutlich zu. 12-13% aller Wohngebäude sind es dann schon mittlerweile in diesen 4 Gemeinden. Und das wird weiter zunehmen. Ich habe auch keinen Anlass, wir hatten das auch noch in anderen Gemeinden gemacht, ich habe keinen Anlass zu glauben, dass es in irgendeiner Gemeinde anders aussieht. Also. Wie definiert sich leerstehen? Halbes Jahr, Jahr oder was ist das? Nee, das war natürlich eine Momentaufnahme, aber in der Regel macht man das mit einem halben Jahr. Okay. Aber klar, das war eine Momentaufnahme. Aber wenn Sie sehen, dass ständig 5% leer stehen, und hier hat man es ja im 2-Jahres-Rhythmus wieder neu untersucht, dass ständig 5% leer stehen, dann wissen Sie, Sie haben ein Problem. Die Makler sagen in der Regel, 1,5 ist die sogenannte Fluktuationsreserve. Okay. Das, was Sie meinen, bis zum halben Jahr, weil man das muss man ja renovieren vielleicht, oder
bis neue eingezogen sind, bis neue Mieter gefunden sind, was auch immer. Das sind 1,5% der Wohneinheiten. Hier habe ich 5% der Wohngebäude. Mhm. Kann man mit etwa 1,5 hochrechnen auf Wohneinheiten. Darf ich auch noch fragen, rot heißt jüngster Bewohner? Jüngster Bewohner eines Wohngebäudes über 70. Über 70. Ja. Das heißt also, da könnten dann mehrere Menschen auch, die dann... Ja, wenn es 10 sind, dann wird es entweder Senioren-WG oder Pflegeheim sein oder was weiß ich. Ne? Also, das wird man dann schon rauskriegen. Aber, ja, weiß ich jetzt nicht, vielleicht ist in dem Pflegeheim dann der Hausmeister dort auch angemeldet, der da wohnt, und damit fällt es schon aus diesem Raster raus. Ja. Ich habe dann versucht, in Esslingen, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich habe keine Annahme zu glauben, dass es irgendwo anders ist. Jetzt habe ich versucht, anhand aktueller Zahlen vom Mikrozensus, auch vom Statistischen Landesamt, den Zahlen in Esslingen mal ein bisschen näher zu kommen. Ich würde der Stadtverwaltung empfehlen, diese Untersuchung mal zu machen. Die haben dann nämlich wirklich Wohngebäude für Wohngebäude, kriegen sie das genau raus, wo diese Leerstände sind und wo auch die künftigen Leerstände auf sie zukommen. Das würde ich dringend empfehlen, dass Sie das machen. Ist kein großer Aufwand, geht relativ schnell, und Sie können dann mit dieser Software, mit diesem Tool, können Sie dann relativ schnell das auch in Zukunft immer wieder aktuell machen. Wär wirklich kein großer Aufwand. Aber ich habe mich jetzt natürlich, weil ich diese Zahlen ja nicht zur Verfügung habe, versucht, anders zu nähern. In Esslingen... Esslingen hatte von 2003 bis 2013, in diesen 10 Jahren, einen Rückgang der Einwohnerzahl um 3%. Das ist jetzt nicht viel, wie gesagt, diese Schwankungen gab es schon die ganze Zeit, um 3%. Gleichzeitig aber Zunahme der Wohnungen um 4%. Wie gesagt, das findet praktisch überall statt. Die Diskrepanz ist sogar dort noch größer, wo viele Neubaugebiete ausgewiesen werden, weil dann die Zahl der Wohnungen in die Höhe steigt. Und eben nicht die innen drin wiederbelegt werden. Da gibt es also 3 minus, 4 plus, das ist sogar noch geringer. Ich habe jetzt schon Kommunen erlebt, da ist 7 minus und 10 plus oder so. Also da gibt's, aber diese Diskrepanz gibt es überall, und das ist eben Folge der Altersremanenz. Und das heißt, mathematisch gesehen muss es eine Unternutzung und Leerstände geben. 1978 gab es, oder seit 1978 gibt es in Esslingen 24% mehr Wohnungen. Also die Zahl der Wohnungen hat seit 1978 um 24% zugenommen. Die Einwohnerzahl 3,7% weniger seit 1978. Nimmt ständig zu, das sind halt 15 und 45 Quadratmeter pro Kopf. Das ist dieser Effekt. Jetzt ist die Frage, will man ewig so weitermachen? Und ist es überhaupt zielführend, so weiterzumachen? Der Zensus 2011 sagt, 4,5% aller Wohneinheiten in Esslingen standen damals leer, 2011. 4,5% aller Wohneinheiten, jetzt nicht Wohngebäude, sondern aller Wohnungen. 4,5. Deutet auch in die Richtung, etwa. Das sind also 2027 von 45.000 Wohneinheiten, sagt der Zensus. Ja. Jetzt haben die Wohneinheiten seit 2011 schon wieder ein bisschen zugenommen, aber ich habe keine Veranlassung zu glauben, dass jetzt die Leerstände wirklich nicht. Sie müssen auch der Unterschied besteht darin, dass es entspricht natürlich nicht unserer Lebenswirklichkeit. Wenn man jetzt eine Wohnung sucht in Esslingen, hat man wahrscheinlich große Probleme, und die sind alle relativ teuer. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Bestand und Markt. Die Wohnungen kommen nicht auf den Markt, die sind halt leer. Es gibt schon Städte, die haben, ich weiß gar nicht, ob hier in Baden-Württemberg wahrscheinlich nicht, aber in Nordrhein-Westfalen kenne ich Städte, die haben eine sogenannte Fehlbelegungsabgabe, erheben die. Nach einem halben Jahr, oder man kann auch Jahr sagen, Leerstand, drückt die Stadt eine ordentliche Fehlbelegungsabgabe dem Eigentümer drauf. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wenn die entsprechend lang leer steht, dann könnten wir die auf den Markt bringen. Aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Partien, Stiefel. Markt und Bestand. Ich
rede hier vom Bestand. Wenn wir jetzt zu diesen 2000 Wohnungen, die jetzt schon leer stehen, nur weitere 5% Familienwohnungen bis 2030 als Leerstand ansetzen, ich könnte auch 10 oder 12% nehmen, wenn wir nur weitere 5% ansetzen, dann sind es nochmal knapp 2300 Wohneinheiten, also zusammen rund 4300 Wohneinheiten bis 2030. 4300 Wohneinheiten. Und 4300 Familienwohnungen, das sind vor allem Familienwohnungen, sind Wohnraum für 8600 Menschen in Paaren, junge Familien, um die geht es ja, den Kommunalverwaltungen nehmen, ohne Kinder gerechnet. 8600. Also vom Bestand her hat daher Esslingen mehr als genug Familienwohnraum. Mehr als genug. Und jetzt kommen wir dann auf die... Nee, ich habe nochmal, um Ihnen das zu verdeutlichen. Ich habe es nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Ich habe die Altersgruppen genauer untersucht. Von heute in der Vorausrechnung bis 2030. Ich habe die dann einfach in der Schaubild abgetragen. Sie sehen, die 20- bis 35-Jährigen, die habe ich genommen, weil die sozusagen die potenziellen Nachfrager, die jungen Familien sind. Das ist der grüne Balken, ja, die grüne Linie. Und die blaue Linie sind die Ü70 in Esslingen. Und Sie sehen, es ist auch praktisch in allen Kommunen gleich, vielleicht sind die dann näher zusammen oder wie auch immer, oder überschneiden sich da schon, aber die Kurve ist ganz ähnlich. Sie sehen, wie die Ü70 immer mehr werden bis 2030 und Sie sehen, wie die 20- bis 35-Jährigen leicht weniger werden. Das sieht da nämlich schon relativ gut aus für Esslingen, wie gesagt, weil die viele junge Leute voraussichtlich nach Esslingen dauernd trotzdem noch kommen werden, auch ohne das Angebot eines Neubaugebiets meiner Meinung nach. Die kommen dann trotzdem und versuchen hier, weil sie hier arbeiten und zur Schule gehen, was auch immer. Aber trotzdem sinkt es leicht. In anderen Gemeinden sinkt es viel deutlicher. Und jetzt habe ich versucht, das, ich sage Ihnen die Annahme gleich, auf Käufer und Eigentümer oder Mieter und Anbieter oder wie auch immer zu übertragen. Die Kurve ist immer noch die gleiche, bloß hat es jetzt sozusagen die Seite gewechselt. Das hängt damit zusammen, junge Familien gibt es nicht, wenn sich nicht zwei Leute zusammentun. Also habe ich die Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen durch zwei geteilt. Ganz einfach. Und dann rutscht die grüne Linie nach unten. Senioren, da habe ich, wahrscheinlich ist das eher noch positiv gerechnet, habe ich durch 1,5 geteilt, weil die ganz oft allein, aber eben auch noch zu zweit drin wohnen. Diese Altersgruppe Ü70. Und deswegen habe ich die durch 1,5 geteilt, konservativ gerechnet, und schwupp, geht die nach oben. Es ist aber eigentlich auch egal, ob die sich jetzt irgendwo schneidet, ob die auf der gleichen Linie sind, wie auch immer. Das kann man dann, je nachdem, welche Altersgruppen man noch dazu rechnet, kann man das vielleicht anders gestalten. Klar ist, die Schere geht nach hinten auseinander. Und das heißt, das Angebot, das mögliche Angebot im Bestand steigt noch an für die Zukunft. Nach dieser Rechnung ist es jetzt schon größer als das, was an jungen Familien, potenziellen jungen Familien da ist in Esslingen, aber es steigt auf jeden Fall noch an und die Nachfragegruppe der jungen Familien, die geht tendenziell nach unten. Das ist im Übrigen überall so. Ich habe das mal beim Statistischen Amt der Stadt Stuttgart abgefragt. In Stuttgart sind 51% der 315.000 Haushalte in 2014 Single-Haushalte. 51%. Je größer die Stadt, desto mehr Single-Haushalte gibt es. Von diesen Single-Haushalten, da denkt man immer, das sind die Yuppies, die Young Urban Professionals, nicht allein, bei weitem nicht allein, nämlich 24% sind davon Senioren über 65 Jahre, von diesen Single-Haushalten, 24%.
Das heißt, über 12% aller Haushalte in Stuttgart, in absoluten Zahlen 38.500 Haushalte, sind Senioren-Singles über 65, die irgendwann in den nächsten Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, leer fallen werden. Also von daher auch hier ein großes, für Stuttgart ein großes Potenzial, und auch Stuttgart ist für diese Überalterung natürlich nicht gefeit. Die erleben wir ja alle am eigenen Leib. Jetzt könnte ich auch noch was zur Zuwanderung sagen, aber mache ich nicht. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass es nach Nachfragegruppen unterschieden wird. Ich habe Ihnen jetzt die ganze Zeit die Senioren aufgezeigt und ich habe Ihnen die jungen Familien aufgezeigt. Für junge Familien gibt es aus meiner Sicht ausreichend Wohnraum im Bestand. Man muss ihn mobilisieren für den Markt, das ist das Entscheidende. Man muss ihn mobilisieren. Und dazu muss man natürlich den Senioren Angebote machen. Wenn man das nicht tut, wenn man Neubaugebiete baut für junge Familien, dann findet das mit den Häuschen statt. Sie erinnern sich, dass eben zusätzliche Wohnungen da hinkommen und irgendwann die Familienwohnungen, die Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand leer fallen. Da man da nicht runterbeißen kann davon, auch wenn man jetzt auf dem Papier einen hohen Wert hat, aber man kann nicht runterbeißen, werden viele, vor allem gerade so Erbengemeinschaften, Erben überhaupt, die werden das irgendwann verkaufen wollen, müssen. Ich komme noch gleich auf die Sondersituation. Und dann kommen die auf den Markt. Und wenn man da zu lange abwartet, ist dann zu spät. Dann können die das nämlich verkaufen, weil die alle schon in den Neubaugebieten gebaut haben. Jungen Familien werden tendenziell immer weniger. Und deswegen ist ganz wichtig, nach Nachfragegruppen zu unterscheiden. Es gibt, wo wirklich Wohnungen gebaut werden müssen, sind seniorengerechte Wohnungen. Das sind die Angebote für die Senioren. Und zwar in jedem Ort, womöglich auch in jedem Teilort. Dass sie in ihrem gewohnten Umfeld wohnen können. Und zwar lebenswert, da komme ich gleich drauf. Sozial schwache, also preiswerte Wohnungen, die braucht man ganz dringend. Beides wird nicht im Neubaugebiet passieren, in der Regel. Also Senioren haben im Neubaugebiet, seniorengerechte Wohnungen haben im Neubaugebiet einfach nichts verloren oder am Rand, weil die eine bestimmte Lage brauchen. Die brauchen die Nähe zur Versorgung, die brauchen die Nähe zu sozialen Kontakten, die brauchen die Verkehrskunst zum ÖPNV, weil die nämlich ganz oft nicht mehr selber fahren können. Deswegen brauchen die eine gewisse Lage. Und es wird auch keiner anbieten, betreute Seniorenwohnungen und dergleichen. Wird auch keiner der Betreiber, die sowas bauen, der Investoren, wird das irgendwo am Rand im Neubaugebiet anbieten. Zumal, man muss mal drauf gucken, wie die Neubaugebiete hier geplant werden, ob die Bebauungspläne tatsächlich mehr Familienhäuser, also nur mehrstockige Häuser vorsehen. Seniorengerechte Wohnungen sind zum Beispiel barrierearm, das heißt also ein Aufzug. Ein Aufzug heißt mindestens 3 Stockwerke, besser 4, sonst lohnt sich der nicht. Der macht es nämlich extrem teurer eigentlich. Also muss man da mehr Wohnungen rausholen. Ohne Aufzug geht es gleich gar nicht. Da sind wir auch bei einem guten Thema. Achso, ja, ich wollte erst mal die Folgen für den Immobilienmarkt. Mehr Leerstände wird also in der Zukunft kommen, weniger 30, weniger junge Familien. Das heißt, tendenziell muss eigentlich das Angebot steigen und die Nachfrage sinken. Was passiert, wenn das kommt? Angebot steigt, Nachfrage sinkt. Der Preis sinkt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann das passiert, ob in 5 oder in 10 Jahren oder in 15 Jahren. Ich weiß natürlich, wie sich die Weltpolitik da entwickelt und was wir insgesamt hier machen, wie lange das Zinsniveau noch so anhält, wie lange die Eurokrise anhält und die Leute Angst haben, ihr Geld auf die Bank zu tragen. Aber genau das ist der Sondereffekt derzeit, dass sagen alle Leute, was soll ich mit dem Geld auf der Bank? Als auf dem Papier bin ich mit dem Eigentum, mit dem Haus, mit den Immobilien, bin ich Millionär. Was soll ich mit dem Geld auf der Bank? Aber wie gesagt, man kann nicht runterbeißen. Irgendwann muss das auf den Markt kommen. Ich bin kein Prophet, ich kann nicht sagen wann, aber es muss. Weil wir einfach da zu viel davon haben. Die Tendenz ist natürlich auch höhere Kosten für Steuern und dergleichen.
und Familienwohnungen in Zukunft viel weniger gefragt. Jetzt haben wir in den Kommunen, die ich Ihnen gezeigt habe, vorher haben wir natürlich auch nicht bloß die verschiedenen Dinge untersucht, die verschiedenen Leerstände und dergleichen, sondern wir haben eine Umfrage gestartet unter den Senioren, gerade unter denen Ü70, jüngster Bewohner über 70 in Wohngebäuden. Und wollten einfach die Ist-Situation und die Wunsch-Situation wissen. Also, wie leben Sie gerade in Ihrem Haus und wie würden Sie gern leben? Wie sieht Ihre Wunschwohnung aus? War für uns höchst interessant, das zu erfahren. Die durchschnittliche Wohnungsgröße war 122 Quadratmeter. Klar, also die sind allein oder zu zweit, die da geantwortet haben, 122 Quadratmeter. Klar, das war Familienwohnung, da haben die ihre Familie drin großgezogen, logisch. Kann ihnen auch keiner verübeln. Und die Wunschwohnung war 70 Quadratmeter im Schnitt. Und das haben wir jetzt bei allen rausgefunden, dass auch alle, die mit betreuten Seniorenwohnen zu tun haben, also gerade diese Investoren und so weiter, irgendwo bei 70. Wenn es zwei Personen sind, sind es vielleicht 80, bei einer Person ist es vielleicht 60, aber irgendwo in der Größenordnung von 70 Quadratmeter ist die eigentliche Wunschwohnung. Und die Menschen wollen, die Senioren wollen, angenehmer leben. Die wollen eben gerade ihren eigenen Haushalt führen und wollen dazu in der Lage sein. Das sind sie aber in ihren Ein- und Zweifamilienhäusern nicht mehr. Und genau das ist ihr Problem. Tatsächlich, der Umzug ist dann nochmal eine andere Geschichte, also ob sie tatsächlich umziehen, aber die Wunschsituation sieht so aus. Die wenigsten haben einen Aufzug, die meisten wollen ihn. Also grün ist immer die Ist-Situation, blau die Wunschsituation. Ein Hausmeister haben natürlich auch die wenigsten, barrierefreies Bad haben anscheinend einige, aber noch mehr wollen das. Nähe zum Arzt, Einkaufen, soziale Kontakte, all das sind die Punkte, die sie mehr wollen und zu wenig haben. Garteneinteil fand ich spannend. Über 90% haben gesagt, sie haben einen Garten, wie gesagt, ein- und Zweifamilienhäuser. Nur noch 5% wollten einen in der Zukunft. Also ich finde diese Umfrage, und das ist fast überall gleich, wo wir sind derzeit auch wieder bei solchen Umfragen, haben derzeit eine Umfrage laufen, auch da zeigen die Ergebnisse in diese Richtung, das variiert nur in Nuancen. Diese Umfrage zeigt, dass wir die Senioren nicht, dass niemand die Senioren rausschmeißen will, sondern dass sie selber den Wunsch haben, so lang wie möglich in Würde selbstständig zu leben. Und da müssen wir ihnen Angebote schaffen, Angebote geben. Die Kommunen müssen das bringen. Egal, ob das jetzt Generationen wohnen, betreute Senioren wohnen, seniorengerechte Wohnungen, egal was, da gibt es jetzt viele Spielarten, vielleicht bei der Senioren-WG helfen, Umzugsmanagement, all die Dinge. Aber das muss nahe bei im eigenen Umfeld sein und da müssen wir ihnen helfen, damit sie entsprechend diesen Wunsch tatsächlich verwirklichen können. Wir haben auch da einzelne O-Töne eingeholt und da ein, weiß nicht, 70-jähriges Paar oder sowas, 70, 75-jähriges Paar, das sagte dann, die sind dann tatsächlich schon umgezogen und dann wollte man eben eine Stellungnahme einholen und dann sagten die, jedes Mal, wenn sie durch den Baumarkt läuft und die Schneeschippen sieht, dann freut sie sich wie ein Schneekönig, weil sie nie wieder Schneeschippen muss. Das macht der Hausmeister bei ihnen. Ja? Und also es gibt natürlich Probleme. Wohin mit dem ganzen, ich sage es jetzt ein bisschen abfällig, Krempel, den man angesammelt hat. Das wissen wir alle, wie das ist. Je länger man in einem Haus wohnt, desto mehr Zeug sammelt sich an. Wohin mit dem Ganzen? Das ist ein ganz großes Problem für die Senioren, dass sie umziehen können. Und wenn die in eine kleine Wohnung einziehen wollen, eine kleinere, dann haben sie natürlich da ein Problem. Da muss man Lösungen, Angebote dafür finden. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten. Und es gibt noch ein finanzielles Problem. Es gibt schon etliche Fälle, gerade im ländlichen Raum, wo jetzt, na, wenn man in der Speckgürtel, je weiter man nach außen geht, rum Stuttgart herum, da ist das Preisniveau eben nicht mehr so großartig. Und wenn dann die Witwe sich denkt, okay, jetzt ziehe ich doch in die Stadt,
mehr rein, weil ich es da besser habe. Da möchte ich eine Wohnung kaufen. Jetzt will ich meine Villa mit 1000 Quadratmeter Grund, die will ich jetzt verkaufen. Wenn sie Glück hat, kann sie die noch verkaufen. Und dann zum Preis, der, also es gibt im ländlichen Raum Gemeinden, hat seit Jahren keinen Verkaufsvorgang mehr stattgefunden. Hier in Baden-Württemberg, ich rede nicht von Ostdeutschland, hier in Baden-Württemberg, kein Verkaufsvorgang, weil es niemand mehr interessiert, da hinzuziehen. Das ist das, was der Preis im Augenblick so nach oben treibt, zusätzlich zur Euro-Krise in den Städten, aber im ländlichen Raum. Und dann kann es sein, dass sie dann gezwungen ist, dort zu bleiben und irgendwie das machen muss, weil sie sich einfach die moderne, seniorengerechte Wohnung nicht mehr leisten kann. Das ist jetzt schon auch ein unterschiedliches Preisniveau. Also auch da, wo man noch einigermaßen Geld kriegt für sein Haus, für sein freistehendes Einfamilienhaus, im Prinzip ja fürs Grundstück, nicht fürs Haus. Das verwundert mich immer wieder, dass die Menschen glauben, also beim Auto ist jedem klar, wenn das 10, 15, 20 Jahre alt ist, dass es nämlich viel wert ist, das Auto. Beim Haus, seltsamerweise nicht. Weiß nicht warum. Komischerweise funktioniert es trotzdem, dass sie mehr kriegen heute, als sie früher bezahlt haben für das Haus und das Grundstück. Es liegt aber ausschließlich am Grundstückspreis. Das Ganze. Das liegt nicht am Haus selber. Das Haus wird älter. Ja, wie ein Auto wird es älter und unterliegt Verschleiß. Aber das Grundstück geht halt, der Grundstückspreis geht nach oben. Na gut,